Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Dirt Rally. Wir sind in Monaco und es geht weiter mit Etappe Nummer 2. Wir sind nach der ersten Etappe Vierter. Haben wir gut gemacht. Saubere Runde, ohne runterzufallen. Und die nächste Runde ist etwas länger mit 5180 Metern. Der Höhenunterschied beträgt plus 365 Meter. Wir haben 93% Asphalt und 7% nur Eis und keinen Schnee. Das hört sich doch alles in allem gut an. Es sind wieder 4 Etappen. 5, 4, 3, 2, 1, Vorsicht! Los geht's! 150. Rechts 2, hinten links 2. Oh, das ist diesmal wieder eine kurvige Strecke. Da kann ich an meine Grenzen kommen. Aber unser Ziel ist ja nicht runterzufallen. Und das Ding in einem Marsch durchzukriegen. Mit einer guten Zeit. Die Rekordzeit liegt jetzt bei 4 Minuten 57. Also die persönliche Bestzeit. Gefahrenen Etappe. Ich fange schon wieder an zu nuscheln, das ist ja unmöglich hier. Links halten, über Kuppe, in offene Kehre, rechts. Und wir fahren im dritten Gang gerade eben. In links 2 lang. In rechts 6, 60. Und wir haben eigentlich gerade ein gutes Tempo drauf. Rechts 6 lang Kuppe. Links 6, in rechts 3, lang, Kuppe, in offene Kehre links. Gleich kommt der erste Checkpoint. In rechts 5. 29 Sekunden Rückstand. Es läuft doch. In rechts 1, halb lang. Mit dem vierten Platz bin ich sogar schon zufrieden. Den würde ich nehmen. Ganz ehrlich. Kehre rechts. In links 5. Das war jetzt ein bisschen schlechter genommen, die Kurve. Aber immer noch ganz okay. In links 4 lang. In links 2 lang. Ja, und momentan läuft ja auch noch das Let's Play zu Uncharted 4. Nebenher auch noch gibt's noch NHL 16 und Lego Marvel's Avengers. Da bin ich mit der Storyline jetzt durch. Also die habe ich schon aufgenommen, die Teile. Die muss ich nur noch hochladen. Habe ich aber irgendwie keine Lust mehr dazu. Viel lieber lade ich Uncharted, Eishockey oder im Dirt Rally. Und hoch. Also dass sie die neuesten Projekte sind. Also NHL ist schon ein bisschen älter. War mein zweites Projekt neben Minecraft. Aber Minecraft ist ja momentan zu. Da warte ich jetzt ein bisschen, bis ich wieder Lust drauf habe. Und dann werde ich ein bisschen weiter spielen. Aber mit einer neuen Map. Ich bin fest vorgenommen. In links 64. Aber jetzt sind wir erstmal hier in Monaco und links 4. In rechts 66. Rechts 5 lang, vielleicht Sprung 130. Oh, fast eine Minute Rückstand. Also so gut wie die letzte Runde, jetzt leider nicht. Aber wir sind kurz vor der letzten Zwischenzeit. Das heißt, es könnte doch eine ganz gute Runde werden. Wenn wir unter 6 Minuten kommen, dann ist das gut. Dann ist das sogar richtig gut. Und wenn wir nicht runterfallen, dann ist das in rechts 4 Sprung nicht schneiden. Dann ist das schon fast Pro-Gamer-Qualität. Aber nicht fast. Ich bezeichne mich selber ja nicht als Pro-Gamer, weil ich kein guter Playstation-Spieler bin. Und ich und will auch nicht angeben. Auch ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und Dirt Rally gehört eben zu meinen Schwächen. Rechts 3 über 100. Weiter weg von der Ecke da. Muss
müssen wir aufpassen. In Kehre links. Oh, eine sehr enge Kurve. Kommen wir da rum, kommen wir da rum. Ja, wir kommen rum. Links, wir kommen rum. 1:12 ist Rückstand. Und der Rückstand wächst weiter an. Sofort kehre rechts. 1:22 der Rückstand jetzt. Und wir sind kurz vorm Ziel. Das heißt, es gibt eine richtig gute Zeit. 150 über Kuppe. Es gibt zwar keine Topzeit, weil das der Anfang des letzten Abschnitts ist. Aber es gibt eine sehr gute Zeit. Links 5 lang. Nicht so, dass ich sage, die Runde wird schlecht. Und rechts 6 lang in offene Kehre rechts. Eisplatten ab hier. Oh Gott, Eis. Nein, danke. Links 5 über 100. Ich hasse Eis. In rechts 5, in links 6. Weil mir jemand erzählt hat, der das Spiel auch spielt, dass das sauschwer zu fahren ist. In rechts 4 lang, nicht schneiden. Vorsicht, links 1 lang, eng am Ausgang. In rechts 6, halb lang, 150 durch Senke. Aber es läuft doch. Bis Ziel. Jetzt können wir nochmal schön Gas geben. Und dann war das eine sehr gute Etappe. Wir sind wieder nicht runtergefallen. 6 Minuten. Hab ich doch gesagt, wenn wir unter 6 kommen, ist alles okay. Rang 7 mit 1:47 und 1/18 Rückstand. Das ist ganz okay. Wie gesagt, wir wollen ja nicht Erster werden. Wir versuchen unser Bestes. Das ist gut genug. Oh, aber wir haben uns um 2 Plätze verschlechtert. Sind jetzt nur noch auf Rang 6. Müssen wir gucken. Müssen wir in der nächsten Etappe mal wieder was rausreichen. Wilson und Fontaine sind vor uns. Der eine fährt einen Mini Cooper S und der andere fährt eine Lancia Fulvia HS F. Ja. Und dann sehe ich noch einen Mini Cooper und einen Renault. Ja, aber das war's auch schon diesen Tag schon wieder. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wisst ihr, dieses Video oder den Kanal unterstützen könnt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, Menü.